Hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Ich habe jetzt zwischendrin mal ein bisschen vorgesorgt und hier meinen VIP-Status erlangt. Davon mal abgesehen. Mein Brief war nicht verschickt. Super VIP, bye. Digga, was soll ich noch bei dir kaufen? Beziehungsweise, warum soll ich noch so viel Geld bei dir ausgeben? Also auf jeden Fall, ich war einmal kurz beim nächstgelegenen Feenkolja meines Vertrauens. Hat er nicht gesagt, der... Guten Abend, schön, Waffenlücke. Okay. Nein? Das sollst du ja auch nicht zustellen. Sekunde. Ich bin VIP-Kunde. Ich will meinen VIP-Status. Dieser Pisskopf. Du Sackgesicht, ich will meinen VIP-Status. Ich hab dir teuer Geld gegeben. Dir reiß ich die Klöten ab. Okay, ich soll dem Zeug zeigen? Das funktioniert? Sekunde mal. Die brauche ich sowieso nicht mehr. Yo. What you think about that shit? Alter, Tatsache. Okay, ich nehme alles zurück. Hier, have all of them. Und er lacht sich einen dabei ab. Okay. Okay, this is how you make money in this game. Beklaust Goblins und all den Jatze und... ich bekomme mein... Du blöder Penner! Ich will doch nur meine... Okay, fuck this. Weißt du was? Ich gehe einen mega langen, fightenden Dungeon machen, ne? Und wenn ich wiederkomme, will ich gefälligst meine Mastercard im Briefkasten haben. Nur damit das klar ist. Ich schwöre, ich habe eine Karte, wo ich all deine Händler finde. Auch diesen trojanischen Spasti. Ich komme da hin und reiß ihm den Arsch auf. Da mache ich keinen Spaß mit. Na, eigentlich ist das ja so, wird das dann nach Loading Zones immer gezählt, so. Soweit ich war ich zumindest informiert. Aber gut. Wir sind ja soweit gut ausgerüstet. Wir sind ja auch nicht ganz bekloppt im Kopf. Nur ein bisschen. Ja, vielleicht noch ein paar Pfeile. Aus Gras. Nee, aber Magie. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da müssen wir doch rüber. Wie muss denn der Wind stehen? Westwind. Okay, let's do this. Weißt du, ich glaube, das hat hier in diesem, auf dieser Insel auch noch niemand gemacht. Ich frage mich sowieso, wie diese Insel hier überleben kann mit nur einem richtigen Schwein. Und kaum richtigen Plantagen. Und einem Wald voller Terror-Moblins. Wie kann diese Insel überhaupt noch am Leben sein? Das ist mir ein Rätsel eigentlich. Eieiei. Man sagte mir immer, ich habe einen großen Kopf. Na gut, okay. Vor allem sowas ist hier unter unserer... Ich mach das... Ich habe den Fehler schon wieder gemacht. Sekunde, Sekunde. Mir ist es aber jetzt noch aufgefallen. So. Jetzt aber. Ach guck mal, hier hätte ich nochmal nachladen können, ja. Aber ich habe ja schon drei Feen. Verwunschener Irrgarten. Jeder, der goldene Splitter sucht, ruht im tiefsten der Finsternis. Oh scheiße, es ist finster. Übertriebenste Finsternis. Das wird jetzt witzig. Au, schon fliegt mir so eine blöde Fledermaus an den Schädel. Oh, das geht um so viele schneller hier. Ich weiß doch, in der GameCube-Version hat es immer ewig gedauert, bis das Ding ausging.
Das hat immer so eine riesig lange Animation, wenn es ausgeht. Boah, das geht jetzt richtig schön schnell. Machen wir mal so. Zack. Alter, ihr haltet ja gar nichts aus. Double Slash. Fatality. Oh, das wird doch schneller gehen als gedacht, habe ich das Gefühl. Weil du kannst ja schon runter, bevor hier überhaupt irgendwas passiert. Nö. 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 Und da die nicht spawnen. Ach, echt jetzt? Da die ja nicht spawnen, geht das hier auch noch schneller. Oh shit, ihr. Gut, euch brauche ich ja jetzt nicht wirklich. Hi. Bye. Und snap. Glaub mir, was die Viecher droppen. You don't want that. Doesn't taste good. Snap. Das geht um so viel schneller. Vor allem, sie haben die Fackeln weggenommen. Kann das? Da waren sonst immer, glaube ich, doch Fackeln nebendran. Oh shit, die Challenge wird heftiger. Jetzt gibt's gemischte Gegner, die nur einen Schlag aushalten. Ganz ehrlich, würde ich das Ganze nicht so serious nehmen, würde ich sagen, ich renne hier mit dem Hammer rum. Aber ich glaube, jeder Schaden, den ich nehme, der könnte dann doch am Ende... Okay, ist ja gut. Ich habe ja begriffen. Da willst du einmal Mr. Funny Guy sein. Und was passiert? Nichts. Nee? Oder so. Puff. Aber ich gehe, glaube ich, auch ganz runter, weil dann gibt es auch das Herzteil noch. Haben wir nämlich das auch. Ihr seid ganz weit entwickelt, ne? Ihr habt Feuerstöcker. Das ist immer so ein Double-Hit. Und jetzt sind hier auf einmal Fackeln. Oh shit, die Leute meinen so viel Business. Auf einmal müssen hier Fackeln sein. Oh nein. Boss-Gegner. No big problem. Gib mir deinen Stock. Ach, schau mal, einer guckt. Das war ja schon die erste Runde. Guck mal, ein bisschen aufgeladen wird man doch. Oh, unter anderem auch mit Geld. Das Schlimme ist, als ich damals Geld gebraucht habe, habe ich immer das hier gemacht, weil ich nur von diesen Fässern hier wusste. Ich wusste damals gar nicht, dass du die Dinger hier... Du Pisskopf. Dass du Sachen verkaufen kannst. Ich könnte natürlich auch richtig rumtrollen und das Ganze hier Call of Duty-Style machen. Aber ich glaube, das wäre nicht die beste Idee meines Lebens. Oh nein, es ist die vom Himmel fallende Suppe. Na, noch mehr von euch. Ah. Hey, Angel Player. Dabbididibididu. Ja, ich glaube, das wird doch schneller gehen als gedacht. Wobei, doch, da, es wird noch einiges an dir zu geben. Gerade die letzten Etagen werden noch mal ein bisschen böse, soweit ich das in Erinnerung habe. Und zack. Link steht da auch nur so aus dem Motto. The fuck, mate. The fuck, dude. Hi, Dark Shadow. Burning flames. Burninating the Moblin. Ja, Mensch. Habe ich nur so das Gefühl, oder ist diese eine Combo, die ich machen kann, einfach mächtiger als alle anderen?
Weil es irgendwie zwei schnelle Doppeltreffer sind? Ugh. Das war eine schnelle Diskussion. Babidi-bibidi-bu. Und jetzt ihr wirklich. Euch kann ich ja mal gar nicht leiden. So. Legend of Zelda Call of Duty Style. Ob es Leute gibt, die das als Challenge gemacht haben? So diesen Dungeon hier nur mit Pfeil und Bogen. Das geht, glaube ich, gar nicht, oder? Oh nein, da sind ja Goblins drin. Heißt einer von euch Bobo? Oder sowas in der Art? Oder wie hieß der nochmal? Dieser eine geliebte Mobble-Goblin. Der Mobble-Gobbler. Bobo. Heißt einer von euch zufällig Bobo? Ich wollte gerade sagen, würdest du bitte mal damit aufhören? Ein Ranger Run. Eigentlich geht's gar nicht, weil du die ganzen hier... Die Kampfnüsse hier, die in der Rüstung... Die kannst du ja so gar nicht besiegen. Es sei denn... Nee, ich glaube nicht, dass das möglich ist, oder? Das scheint mir schon wirklich... Unmöglich. Unbelievable. Ugh. Kurzen Prozess. Aber... So, schalten wir mal wieder um. Mit den Viechern schnaggen die lang, die mag ich nicht. Wenn ihr einmal in eurem Leben so eine dicke Motte in eurem Haus hattet, ne? Dann, ja... Do not accept Motte. Aber bislang relativ perfekt. Ja, okay, jetzt würde ich mir das so überlegen. Mana könnte ein bisschen schwierig. Not you, Fox. Bah. Wuh, 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 wuh. Oh, ihr könntet wirklich nerven. Ihr teleportierenden Mistbiester. Könnte Darts erleben ein bisschen nervig werden. Oh. Ich renne einfach rein, ist auch eine Option. Would you kindly? Wo, 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 wo. Ihr benehmt euch aber auch gerade echt. Geht doch. Bob, 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 bob. Och, du hast nicht viel verpasst. Wir sind hier... Oh, shit. Le Bomb. Das war ein bisschen zu früh. Das war der Falsche. Man kriegt hier sogar Bomben von den... vom Spiel gestellt. Okay, das... es ist schon ein bisschen zu easy. Nur ein bisschen zu easy. Oh nein. Ach shit, ihr. Call of Duty Style. Double Kill. Quadruple Kill. Quintuple Kill. So, danke. Keine Probleme, die man nicht mit Pfeilen lösen könnte. Call of Duty Style. Master Sniper. 10.000 Prestige. Yes. Dass Link überhaupt nach der ganzen Sache noch schreit, ne? Also... Da wegen euch Nüssen, meine ich. Wir haben vorhin von euch geredet. Genau von deinesgleichen. Ich meine, mal aus Interesse. Es würde funktionieren.
Es würde funktionieren. Oh Gott, arme Sau. Es würde sogar tatsächlich funktionieren. Man muss nur irgendwie die Rüstung los. Oder funktionieren Headshots? Oh nö. Ich würde euch nur zu gern zweimal treffen. Dankeschön. Bäh. Bo. Double kill. Wuhu. Eispfeile? Eispfeile bei den Ritter-Bilbos? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Probleme, die man schon vorher lösen kann. Das war ein Fehler. Naja, meiner. Wo hat der sich denn gerade hingeschoben? So, Prost. Oh, irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben, ne? Ah, zwei von euch. Nee, Eispfeile bringen irgendwie gar nichts. Autsch. Boah, fuck, tun die weh. Double kill. Why does this work? Ich kann die trotzdem treffen. Ich schieß dem gerade nur in den Arsch. My butt. My head. Ich glaube zwar nicht, dass Headshots hier gelten, aber ich habe gerade zu viel Spaß, es einfach zu machen. Why does this work? Oh, wieso habe ich gerade Lust, das Ganze hier als Call of Duty Run zu machen? Einfach durch die Gegend rennen und mit Pfeilen auf Zeug schießen. Ah, genau. Richtig, weil wir noch mehr Geld brauchen. Das Ganze hat jetzt 10 Minuten gedauert. Ging auf jeden Fall um einiges schneller als damals auf der GameCube-Version. Aber so gesehen, man kann hier eigentlich schon rein, sobald man die Kraftarmbänder hat. Nur man kommt hier halt nicht weiter, sofern man nicht im Terra-Tempel war und den Spiegelschild hat. So, yeah. Bingo! Was alle Trifor-Splitter? Ja. Yeah. Ah, hier. Genau. Wir gehen ja den vollen Weg. Wir gehen den vollen Weg. Wir gehen jetzt nicht zurück und sagen, ja, lass gut sein für heute. Wir gehen den... Guten Tag. Komm her. Komm ruhig her. Dance in the light und so. Auch wenn ich keine Ahnung habe, warum ich dich nicht gerade treffen konnte, so in etwa. Oh, ihr. Why do you exist? Okay, eine Kombo ist mehr als genug. Halt den Backen! Das war zu kurz. Könnt ihr aufhören, so rumzuzappeln? Oh, fuck! Das war genau schlecht! Na und... Shit! Ich finde eure Elefantenexistenz ja auch toll, aber nicht in meinem... ne, nicht bei mir. Die Redead Rave Party. Oh, scheiße. Machen wir so.
ziehen wir die so raus. Und dann ist gut. Weil ihr seid zwar nicht schlimm, was den Schaden angeht, den ihr macht. Aber meine ganzen Waffen und Arsenal nicht benutzen zu können, ist schon ziemlich retarded. So, was haben wir hier? Ah. Dunkeljelly. Zack. Und zack. Und fuck. Geht doch. Ihr müsst echt late zur Party auftauchen, ne? Ihr beiden Volldeppen müsst echt late zur Party auftauchen. Geht doch. Zack. Paff. Wunderbar. Link, get used to it. Ach, ihr. So, spawnt mal bitte alle gleichzeitig, weil ich habe echt keinen Nerv, euch hier gleich jedem eine Einzeleinladung geben zu müssen. Um genau zu sein. Machen wir es so, geht schneller. Ich habe kein Problem da, dass ihr einmal mit mir knuddeln wollt in der Zeit. Müsst euch halt nur in meinem Kopf Platz machen. Oh, ernsthaft? Ihr wollt nicht einzeln? Was mich viel mehr interessiert. Ach komisch, dann bin ich normal. Dann bin ich normal, aber ich dachte, ich wollte so ein Selfie machen, während ich so aussehe. Also. Ihr könnt euch meinen Kopf auch teilen, da ist mehr als genug Platz. Ey, und Link denkt sich einfach nur, swiggity swoody. I'm coming for the booty. So. So, komm. Ist genug Platz für alle. Kann ich das durch? Warte mal. Ach, so geht's auch. Ich pack besser meinen Selfie-Stick mal wieder ein. So, bevor hier, ne. Ich kenne das. Jedes Mal, wenn ich das Ding auspacke, geht irgendwas schief. Oh, hi. Double kill. Oh, nö. Doch nicht. Bye, bye. Kurzer Prozess. Ach du Scheiße, mit Redeads? Oh, wie wär's, wenn du mich nicht störst bei dem, was ich hier mit denen mache? Schweinebacke. Vor allem, ihr sitzt da einfach nur. Ihr seid einfach nur disgusting. Ihr denkt euch einfach nur, ich sitze hier und dann, wenn ich nah genug rankomme, denkt ihr euch, swiggity smoothie, I'm coming for my booty. So. Suckabalababa. Ey, noch Dara. KV-Feuer ist halt super effektiv. Was hat uns Pokémon beigebracht? Machen wir mal so. Ah! Ups. Zack und zack. Bitte sag mir, dass ihr nicht noch... Ihr blöden Mistviecher! Ne? Geht doch. Wir sollten Gegner einbauen, die man nur mit Licht zerstören kann. Die dann auch erst dann auftauchen, wenn ihnen dann ist. Blöde Mistviecher. Heißer Flug ist auch sehr effektiv. Find's ja geil, dass wir jetzt hier diese Moblins hier mit diesen Geistern entgegensetzen wollen. Als Challenge. So. Ja, kommt doch.
Would you kindly? Danke. Machen wir es so. Geht schneller. Von was macht ihr? Dabbt ihr? Sekunde mal. Ich muss das mal... Die dabben! Die Biester dabben! The fuck is wrong with you guys? Die dabben! Oh mein Gott! Nintendo muss mittlerweile alles bei euch dabben. Es ist schlimm genug, dass Donkey Kong konstant am dabben ist. Nee, jetzt brauchen wir auch noch hier fucking Geister, die mit dabben beschäftigt sind. I just ascended. So. Jetzt ihr. Au. So, kurzer Prozess. Und kurzer Prozess. Die fucking Pissköppe dabben. Jesus fucking Christ. Maddest of cash, yo. Alter, wie viel Kohle haben wir allein durch diesen Dungeon hier jetzt mittlerweile bekommen? Ja, Luigi dabbt auch. For fuck's sake, Nintendo. Why does everyone has to be dabbing? Oh mein Gott, nee. Oh. Gut, dass wir hier in der letzten Etage sind. Ich halte nicht noch mehr dabbende Geister aus. Oh nein. Oh shit, das ist keine gute Idee. Oder doch? Fast zumindest. Machen wir so. Ich habe noch mehr als genug Pfeile für euch Loser über. Ihr seid normal? Auch nochmal an, na dann. Ja, ohne Scheiß, die Geister haben schon gedappt, bevor es cool war. Bevor es ein Trend war, haben die Geister hier schon gedappt. Alter, Nintendo hat das Dabben erfunden. Sind so gesehen Dab-Setter. Yes. That's a lot of birds. Echt jetzt? Ja, nice. Okay, wenn ich nah genug an den dran bin, dann geht das auch mit einer... Dann kommen die nämlich nicht schnell genug weg, die Penner. Und bislang noch keine Fee verbraucht. Ich habe immer noch drei Feen und immer noch Oma Sop. Boi, oi, oi, hi. Hallo, Marcel Davis. 1-1. Gut, dass das Spiel nicht ruckelt in solchen Situationen. Massenkill. Monsterkill. Ist einer von euch Bobo? Nee, kein Bobo. Aber du denkst dir, nee, da, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß und gehst in die Ecke. Alter, was ein Massaker. Schwee. Oh, fuck. Redeads. Das ist ein ganz schlechtes Positioning.
kümmere mich mal erst um die Redeads. You fucking missed! Hör auf, an meinen Kopf zu knabbern! Du hältst mich doch gar nicht. Du hältst mal die Fratze, ja? Alter, hast du gerade den Exorzisten gemacht? Oh. Au. Ja, du bist ein Spaßvogel. Du bist ein riesiger Spaßvogel, weißt du das? Und Shadow Tempest, danke dir für den Slap-Sub. Au. Zack. Kurzester Prozess. Wenn die Reed jetzt nicht gewesen wären, ne? Ja, aber Pokémon bringt Geld. Das darfst du nicht vergessen. Oh, hä? Danke dafür. Na? Something still hit me. Ow. Du musst dich unbedingt noch einmischen, Schwein, wa? Au. Was hast du denn mit deinem Kumpel gemacht gerade? Oh, Hammer Time! Get hammered! Ich werde mir aber wahrscheinlich kurz einmal ein Schlückchen Suppe gönnen. Letztendlich haben wir davon immer noch eine Portion über. Sparen wir uns die Feen. Ah, nice, Thea. Moin, moin. Ja, euch möchte ich zuerst loswerden. Ihr fliegenden Mistviecher. Ach, jetzt gibt es auch noch elektronische Wände. Es ist wie ein 3D-Bilderrahmen. Au. So viel zu meinem Attack-Boof. Boof. Bah! Weißt du was? Schnauze. Und du kriegst das Call of Duty-Treatment. Ey! So, jetzt ihr beide. Zu euch beiden, Schnuggis. Holla, die Waldfee. Du bist aggressiv, Kumpel. Und du hast immer noch deine Rüstung. Hab ich mal gesagt, dass ich das nicht so toll finde? Du bist ganz schön mobil auch. Für so Karate-Chops in so einer derben Rüstung. Na du? Hi. Sogar seine Rüstung zerprügelt. Boiuiui. Huing. Ihr wisst schon, dass ihr mir das damit eigentlich erstaunlich einfach macht. Beziehungsweise eigentlich. Ja. Ich meine, ne? Du solltest das Ding nicht aufheben. Ist aber ein schöner Raum, macht Spaß. Boah. Das ist ein witziger Raum. Darf ich hier bleiben? Ich mag den Raum. Das arbeitet ja mehr gegen die als gegen mich. Oh ja.
Totally forgot about this shit. Und dazu noch Flammenwerferstatuen am Rand. Okay. Ihr könnt euch auch gegenseitig umbringen. Das ist mir eigentlich relativ schnuppe. Na? Das hätte eigentlich funktionieren sollen. Das wiederum nicht. Okay. Oh. Wenn ihr nur kurz mal eure Fresse halten würdet. Nee, ihr habt echt keine Lust, einfach mal die Fresse zu halten. Ich merke schon. Oder? Nee, okay, gut. Genug getrollt. Ihr wollt einfach nicht, dass ich das stylisch beende, wa? Ihr seid aber auch hartnäckig. Das war einer. Oh shit, Top 10 Anime Battles. Das war der zweite. Der dritte und der vierte. Ende Gelände. Keine Fee, nur einmal was von Omas Süppchen. Oh, Johnny Bingo. Phew. Dafür bin ich hier? Warte mal, was? Wo ist das Ding jetzt? Ach, hier. Geheimnisvoller Talisman, der ermöglicht Lebensenergie deiner Jesus. Suddenly, I'm not as handsome anymore. Wirkt sich das auf meine Selfie-Karriere jetzt aus? Jesus fucking Christ. Ja, das wirkt sich definitiv auf meine Selfie-Karriere aus. I'm not as handsome as I used to be. Das wurde mit dem Herzteil getauscht. Ach du Heiliger. Ja, Mensch. Das war's ja dann schon. Sind wir schon fertig hier. Ja, schneller als gedacht. Aber gut, dann können wir uns ja das nächste Mal schon gen Finale begeben. Weil mehr fehlt ja nicht mehr. Moment. Immer noch keine Post, immer noch nicht meine fucking Platinum Giro Master Killer Card. Aber ich glaube, die Maske nehme ich wieder ab. Ich meine, ich brauche sie nicht wirklich. Also sagen wir mal. Wow. Schiff, ich wollte nur kurz, ne? Chill. Sehr gut. Damit hast du alle Splitter gefunden und das Triforce kann wieder vollständig zusammengesetzt werden. Schnell, wir müssen nach Hyrule eilen. Ja, aber wie wär's mit einer Detour? So one last Detour. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.